Hallöchen und Servus YouTube, herzlich willkommen zu Folge 2 in Just Cause 3. Wir stehen hier im Haus oder am Haus für eine neue Mission und zwar für ein Upgrade unseres tollen Enterhakens. Ja, ich bin mal gespannt, wie geil der sein wird. Allerdings, Enterhaken ist Enterhaken. Naja, wir sehen es gleich. Oh, der Aufstand in Medici ist gefährlicher, als du vielleicht denkst. Komm mit. Ich habe da eine Kleinigkeit, die ich dir zeigen möchte. Komm. Ist ein verbessertes Modell. Wir können gleich mit den Tests beginnen. Hast du deinen Fallschirm noch? Si. Gut. Zum Glück konnten wir die katastrophale Ausfallquote senken. Wir waren vorsichtig, gründlich und auf Sicherheit bedacht. Nicht so wie... Dima. Nicht wie damals in Guatemala. Ich bin nicht für den Feldeinsatz geschaffen, aber du hast mich gerettet. Nach Guatemala sollte ich Bavarium erforschen. Bavarium kommt nur in Medici vor. Sehr seltsam. Abgesehen von seinen magnetischen Eigenschaften kann man es zu einem extrem starken Sprengstoff raffinieren. Oder als Treibstoff verwenden. In den falschen Händen. Oh, Rico, das Bavarium ist in den falschen Händen. Und genau das werden wir ändern. Ich weiß, dass ich mich auf Mario verlassen kann, Dima. Was ist mit dir? Ich habe viele Fehler gemacht, Rico. Vergebung beginnt mit Taten, Dima. Ja, aber ich... Keine Ausreden mehr. Ich werde helfen. Wir treffen uns am Außenposten Guardia Alpha. Du kannst mir beim Test der neuen Ausrüstung helfen. Lol. Krass. Ja, geile Sache, Freunde, geile Sache. Ja, und wir dürfen bestimmt jetzt testen, würde ich mal sagen. Ich empfehle die Schleudertechnik. Greifarm aktivieren, dann beim Einholen Fallschirm öffnen. Ja, gut, das ist eh nichts Neues. Gut, und jetzt komm zu mir nach Guardia Alpha. Das ist doch ein Witz. Perfekt. Das war ja mal einfach, Freunde. Ich habe mir jetzt das den Enterhaken auf die Taste F gemacht, weil ich das von Just Cause 2 mal gewohnt war. Warte. Was? So. Ein bisschen überhitzt. Explosion verhindert. Explosion? Sicherheit geht vor. Geht's dir gut? Ja, los. Fangen wir an. Ich sollte in deiner Nähe bleiben, um Fehler in deiner Ausrüstung zu beheben. Was? Du hast doch keine Flugangst, oder? Ach Quatsch, ein akrophober Agent. Völlig absurd. Oh, das sind Rebellen. Salut. 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 Was hast du mit mir gemacht? Der Vormarsch der Technologie. Dein Haken wurde auf den neuesten Stand gebracht. Aha, geringeres Risiko von abgetrennten Gliedmaßen. Du kannst jetzt zwei Objekte verbinden und an dich ziehen. Das ist ja geil. Dein Freund Mario hat vorgeschlagen, es Hatcha 03 zu nennen. Aber ich glaube, der Name würde rechtliche Probleme verursachen. Dieser Guardia Alpha wäre doch ein guter Anfang, oder? Zum Beispiel könnte dieses Tor dran glauben. Ja, dann hättest du Zugang zum Außenposten. Oh, mir ist aufgefallen, dass die Rebellen nicht gut über Zäune klettern können. Falsche Ernährung, würde ich tippen. Ach, genau. Pisch. Ich weiß, dass ihr es nicht leicht hattet, aber das hier ändert einfach alles. Mit dem Teil kann ich den Außenposten auseinandernehmen. Ohne rumballern. Tja, geil, oder? Freunde, geil. Würde ich auch mal sagen. So, dann probieren wir es mal. Das verbinden. Also, F halten. Was? Ah! So, ich nehme mal seinen Kopf und befestige ihn da vorne an. Ja, und jetzt? Ich check's gerade nicht.
Das Fass an das Tor ziehen. Alter, krass. Ich gehe rein. Aufgehangen habe ich ihn mit Shift, geht das also. Alles klar. Halten, also mit F verbinden. Probieren wir es nochmal. Hier ran und dann Shift. Funktioniert ja prächtig, Freunde. Oh, man kann die sogar. LOL! Alter! Freunde, guckt euch das mal an. Aber irgendwann reicht halt die Power nicht mehr. Guckt euch das an! Sogar das kriegt man zusammen. Ja, Wahnsinn! Wow! Halleluja, Freunde! Uhuhuhuhu. Ja, bist du bescheuert? Das ist das, was ich an Just Cause 3 liebe, Freunde. Das ist das, was ich an Just Cause 3 liebe. Ja, tolle Außenposten. Alle Chaos-Objekte im Vorposten zerstören. Ich wollte eigentlich, dass ich das Teil. Ach, okay. Hm, ja. Dann haben wir es einmal so gemacht. So, Freunde, das war der erste Außenposten, den wir befreit haben. Davon gibt es natürlich genügend auf dieser Karte, das wird ewig dauern, aber wie gesagt, Explosionen sehen so geil aus, hätte ich jetzt nicht gedacht. Macht halt richtig Spaß, das alles hochzujagen. Das hatten wir erledigt. Haken funktioniert jetzt. Außerdem erbitte ich Unterstützung. Schicke dir neue Koordinaten. Ja, die neuen Koordinaten habe ich erhalten, Dima. Hallo. Und wieder da. So eine schlampige Arbeit. Die Firewall ist durchlässig wie ein Sieb. Ist dieses Netzwerk von Affen entwickelt worden, oder was? Unpraktisch, na was soll's. Du hättest mich auch rufen können. Ein Angriff steht bevor. Regierungstruppen nähern sich. Es ist ein Vergeltungsschlag für letzte Nacht. Die Rebellen sind in Gefahr. Die Regierungstruppen werden sie gnadenlos überrennen. Das ist tragisch. Und aufregend. Nicht aufregend, jedenfalls nicht der Angriff. Falsch ausgedrückt, eine aufregende Chance, meine neue Erfindung zu testen. Und was ist das? Dient der Vermeidung von Katastrophen. Streck deine Arme aus. Nein, so. Was zum Teufel gespannt. Soll das werden? Hm? Fertig. Lol. Du hast jetzt ein Wingsuit. Praktisch zum Gleiten. Am besten startet man direkt am Abhang. Wow, 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 wow. Flieg zur Brücke. Flieg ich hoffe, mal. Es funktioniert. Für uns beide, Rico. Wir müssen alles wieder ins Lot bringen. Ja. Dann fliegen wir mal einfach so. Ist ja nicht schwer. Ja, Freunde, ich hoffe auch, dass es nicht schwer ist. Wingsuit und... Hey, Dima! Dieser Wingsuit ist nicht übel! Hui! Haha! Zack! Vielleicht habe ich es nicht erwähnt. Hab dir ein experimentelles Gerät GI-64 gegeben. Eine Bavarium-basierte Haftbombe. Aha. Dann fangen wir mal mit der Brücke an. Okay, Freunde. Positionieren und positionieren. Bin jetzt unterwegs zum Aussichtspunkt. Ach, der ist da drüben. Die Ravellus-Truppen nähern sich schnell. Bitte beeil dich. Ja, Freunde, ich hab's gerade nicht gecheckt. Ich drück doch F. Ach, ich drücke F für die Granaten und zum Ziehen. Deswegen nimmt er immer alles doppelt an. Das ist ja richtig bescheuert. Ja, F ist Granate. Warum nehmen wir nicht einfach G? Meine Güte. Ich hab mich fast umgebracht. Der Konvoi kann kommen. So, da kommt der Konvoi, Freunde.
Oha, die Brücke können noch runterfallen und was anrichten. So, Freunde, jetzt geht's los. Und? Die Ravellos Armee wird sich fragen, was passiert ist. Wow, lol. Alter Schwede, Mann. Du solltest jetzt eine coole Bemerkung machen, oder... Warte, mehrere Helikopter nähern sich. Wahnsinn. In der Nähe sind zwei Boden-Luftraketen-Batterien. Markiere Position, empfehle Umprogrammierung. So, Freunde, das haben wir gleich. Greife jetzt auf Kommandofeld von Rakete zu. So. Weg den Scheiß mal. So, Freunde. Also wir müssen anscheinend keine Buchstaben mehr drücken. So wie das damals in Just Cause 2 der Fall war. Aha. Hallo. So, das hätten wir auch gehackt, Freunde. Nummer 2. Okay, das war's. So macht man sich Freunde. Oh mein Gott, das wird so geil, Freunde. Flugabwehr, Mann, die ist ja gut. Zack. Und zack. Gute Arbeit, Dima. Freunde, war das geil. Ha, geht schon mal richtig geil los in dem Spiel. Ich bin's, Mario. Mario Frigo. Mario. Ich finde den Akzent so geil von dem. Sie kocht heute Abend. Du musst kommen. Over. Over. Woher hast du ein Funkgerät, Mario? Was? Das haben wir hier alle. Außerdem musst du over sagen. Over. Wir? Over. Mach dir keine Gedanken, Alter, über Funkgeräte. Grandmadre kocht schon. Sei pünktlich. Over. Ja, ich hätte gerne noch meine HUD-Anzeige, Freunde. Und zwar die Map als die Minimap hätte ich gerne noch irgendwo eingeblendet. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber es wäre cool. Na, auf jeden Fall müssen wir da vorne jetzt rüberfahren. Oder hochfahren. Zu Rico, Mario. Das Essen wird kalt. Ja, ich komm schon, Mario. Das. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob das Spiel wirklich in Italien spielt. Jetzt bin ich mir sicher. Mario, Rico. Das muss irgendwie Italien sein. Also kommt auch mit der Landschaft richtig gut hin. Guckt euch das an. Sieht aus wie in der Provence. Am Meer. Keine Ahnung. Passt schon voll. Find's aber gut. Dünn bist du geworden. Sagst du Mario bitte, dass er diesen Schrott von meinem Rasen schaffen soll? Certo, Gran Madre. Gran Madre mag wohl das Auto nicht. Sieht doch gut aus. Ja, sie mochte es noch nie. Du hast es nie fertig gemacht. Ich habe auf dich gewartet. Ich bin nicht sauer, okay? Dass du gegangen bist. Mario, ich hatte keine andere Wahl. Weißt du, ich habe mir solche Gedanken nie gemacht, Rico. Aber es gibt einen Unterschied zwischen etwas betrachten und etwas sehen. Wenn man Medici betrachtet, ist es wunderschön, ein Juwel unter der Sonne. Aber wenn man Medici sieht, dann ist es total verrottet. Mario, wirst du jetzt zum Philosophen oder was? Nein, so ist das nicht. Seit einer Weile helfe ich den Rebellen. Aber ich bin nur ein kleines Licht, wir sind keine Armee. Du hast die Angriffe auf die Ravello gesehen. Die Rebellen sind abgehauen. Sie haben sich versteckt. Das war echt peinlich. Mario, Rico, das Essen ist fertig. Gran Madre, wir sind sofort bei dir. Gib uns nur eine Minute, bitte. Mario, Respekt. Sie ist fast taub. Okay, ich habe einen Plan. Die Ravello kontrolliert alle Dörfer und Städte. Und ohne seine Stützpunkte
ist am Ende. Wir rekrutieren Einheiten und bauen eine Armee auf. Ich werde Manea befreien, dass wir in der Lage sind, ihre Dörfer zurückzuerobern. Und außerdem zerstöre ich Vis Electra. Das ist total verrückt. Es ist Zeit, ihm den Saft abzudrehen. Dieser Velo hat die Anlage gebaut in 3-4 Monaten. Ich verwandle sie in eine qualmende Ruine in weniger als einem Tag. Egal, was du tust, wir sind dabei. Und egal, was du zerstörst, wir bauen es wieder auf. Bon. Muy bon. Jungs! Aber das ganze Gequatsche vertreibt nicht das Knurren aus meinem Magen. Na dann los. Na. Der hört sich doch gut an. Und dürfen wir jetzt auch noch beim Essen zuschauen, oder? Nicht. Nein, Mission vollendet. Sehr schön. Hallo Rico, das sieht doch geil willkommen aus. Zurück in Medici. Ich bin Alessia, die Stimme von Radio del Revolution. Mario sagt, du hast vor, Manea zu befreien und das Kraftwerk von Vis Electra zu zerstören. Ich kann es kaum erwarten, dich in Aktion zu sehen. Ich melde mich wieder, wenn du vor Ort bist. Tabulator, Funkgerät, alles klar. Rufe den Kartenbildschirm auf, ja. Und wo ist Vis Electra? Da hinten? Und da steht jetzt Manea, Vis Electra, Luftangriff, regionale Kommandozentrale befreien. Eine von 9 Provinzen. 6, 7, 8. Aha. Das ist also Vis Electra. Okay. Hier siehst du eine Liste von Chaos-Objekten. Alles klar. Wegpunkt setzen. Schalte jetzt das Funkgerät aus. Alles klar. Ja, Freunde, so, das war's ja auch mit dieser Mission. Hier verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns in der nächsten Mission in Manea wieder. Macht's gut. Tschüss.